Christoph Kolumbus beschrieb sie als Frucht der Engel. In der heutigen Episode von Wissen to Go möchte ich euch die tropische Melone, die Papaya, vorstellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. Und in der heutigen Episode dreht sich natürlich alles, wie in der Einleitung bereits erwähnt, um die Papaya. Die Papaya gehört zu den Melonengewächsen und ihr botanischer Name lautet Carica papaya. Und ich habe mir hier eine ursprüngliche Sorte importieren lassen, die heißt Kerk Tam. Und zur Papaya allgemein kann man sagen, dass sie aus Mexiko ihren Ursprung hat, also da wurde sie halt entdeckt bzw. angebaut, so wie in den tropischen Gebieten von Amerika. Und die Spanier haben sie dann zum Beispiel nach Antillen oder zu den Philippinen gebracht und sie dort auch angebaut. Und heute werden Papayas in tropischen Regionen angebaut, wie zum Beispiel in Australien, Südindien, natürlich Thailand, Sri Lanka, aber auch in Brasilien und Hawaii. Aber da gibt es natürlich auch wieder ganz schön viele Unterschiede zu den einzelnen Papayasorten. Zum Beispiel aus dem Ursprungsland Mexikos werden die Papaya bis zu 5 Kilo groß, während bei uns in Europa oftmals die kleineren Papayas aus Brasilien und Hawaii im Handel üblich sind. Die sind etwas kleiner und nicht so schwer. Dann kommen wir zu den Merkmalen der Papaya. Also ganz allgemein, der Baum, den kann man nicht als Baum bezeichnen. Der ist so eher als baumartiges Kraut, wird die Papaya eher bezeichnet, weil der Baum nicht verholzen ist und keine Verästelungen hat und circa 5 bis 10 Meter groß werden, wo dann oben an dem Schropf dann die Blätter wachsen, die in der Regel einstielig sind und ausschauen wie, wie eine Handfläche mit 5 Fingern. Und oben an diesem Schropf wachsen zum Beispiel diese Papayas. Und weil dieser Baum so nicht verholzen ausschaut und nicht wie ein richtiger Baum, aber auch nicht wie ein richtiges Kraut, wird er halt so als baumähnlich betrachtet. Zur Frucht allgemein kann man sagen, dass sie, wenn sie unreif ist, komplett grün ist. Für medizinische Zwecke kann man die Papaya dafür auch verwenden, weil sie ein höheres Gehalt an Papain hat. Das ist dieses Enzym, welches für die Eiweißverdauung zuständig ist. Aber in der Regel ist eine Papaya, wenn sie reif ist, gelb-grünlich und hat eine Lederhaut. Unreife sind hart. Und wenn man die Papaya aufschneidet, dann hat sie in der Regel ein orangenes, rosanes Fruchtfleisch. Da habe ich ein paar Bilder gesehen. Und innerhalb der Papaya befinden sich die Papaya-Kerne. Die sind, wenn sie reif sind, schwarz. Weiße sind unreif, also schwarz-grau sind sie. Und mit einer kleinen Flüssigkeit umgeben. Und Papaya-Kerne schmecken scharf und sie wirken antiparasitär. Das heißt, sie sind gut gegen Darmparasiten und die werden dann einfach aufgespalten im Darm und vom Körper wahrscheinlich aufgenommen oder beziehungsweise ausgeschieden. Und die Papaya-Kerne tue ich dann auch trocknen lassen und sie dann mir, wenn ich dann Lust habe, über die Mahlzeit drüber kippen oder vor der Mahlzeit nehmen. Aber ich werde mir auch ein paar Samen aufheben und sie versuchen anzuziehen bzw. anzubauen, weil ich vielleicht eine kleine Sprießlinge erhalten möchte. Und da ist halt wichtig, wenn ihr auch so ein Vorhaben habt, dass die Papaya, wenn ihr die Samen anzüchten wollt, eigentlich sofort in die Erde tut. Das wäre am besten. Es sollte es sollte Anzuchterde sein, möglichst nährstoffreich, am besten Kokosfasern. Ihr solltet als Anzuchtschalen zum Beispiel Joghurt große Töpfe verwenden, die unten ein Loch haben. Und wichtig dabei ist halt, dass die Samen bzw. das Substrat feucht ist, aber nicht zu nass. Und die Papaya ist im Allgemeinen eine Pflanze, die sehr gerne im Sonnenlicht steht und auch die Mittagssonne recht gut
mag bzw. wohltut, aber in unseren Klimaregionen, wenn man sich draußen stehen und wachsen lassen möchte, braucht man so eine Temperatur von ca. 25 Grad. Die Jungpflanze müsste man theoretisch gesehen langsam ans Licht gewöhnen, weil die dann sonst verbrennen und das ist halt dann nicht so gut für die Pflanze, weil die dann dementsprechend eingeht. Also die kann man halt auch überwintern. Dabei ist es auch wichtig, wenn jetzt sie zum Beispiel in größere Töpfe umpflanzt oder beziehungsweise pikiert, dass die Wurzeln recht empfindlich sind und wirklich darauf achtet, dass die Wurzeln nicht zu feucht beziehungsweise zu nass sind, weil sonst geht auch die Pflanze dadurch weiter ein. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir wieder ein bisschen kulturelles Wissen von anderen Ländern beziehungsweise exotische Früchte näher bringen. Meine persönliche Erfahrung zur Papaya ist, dass ich sie sehr saftig und erfrischend finde, vor allem im Sommer. Ich finde sie auch schmackhafter als zum Beispiel Mangos, weil ich halt auch schon beides probiert habe, eine Mangos und Papaya. Und dann muss ich sagen, die Papaya schlägt für mich die Mango um Längen. Und ich muss auch sagen, dass so eine frisch importierte, sonnengereifte Papaya um einiges besser schmeckt wie eine Papaya aus dem Bioladen. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wissen to Go. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.